damals geschah. Auschwitz ist nicht nur ein Konzentrationslager. Es ist ein ganzer Konzentrationslagerkomplex, bestehend aus verschiedenen Gebäuden, verteilt auf mehrere tausend Hektar. Drei Kilometer vom Hauptlager Auschwitz I entfernt liegen Auschwitz II, Birkenau, Konzentrations- und vor allem Vernichtungslager. Die Labors von Reichsgruh, dem Zentrum der biologischen und medizinischen Forschung des Dritten Reiches. Die Rüstungsfabrik Unionwerke sowie weitere Fabriken und Zweigstellen großer deutscher Firmen wie Siemens, DAW und Krupp. Sieben Kilometer weiter liegt das Lager Auschwitz III, Monowitz. Hier sind die Zwangsarbeiter des Buna-Werks untergebracht, das zur IG Farben gehört, dem größten deutschen Chemieunternehmen. Des Weiteren gibt es 40 Hilfslager, Bauernhöfe und verschiedene Kommandos, die nicht auf dem Satellitenbild zu sehen sind. Das nationalsozialistische Projekt Auschwitz beruht also auf der Zusammenführung von vier Aktivitäten: Konzentration, Vernichtung, Industrie und Wissenschaft. Die hier vorgestellten Berichte von Mark Klein über Auschwitz I und Reichsgruh, von Susanne Birnbaum und Robert Levy über Auschwitz II, Birkenau, und von Robert Weitz über Auschwitz III, Monowitz, sind gleich nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft verfasst worden. Diese Unmittelbarkeit zwischen dem Erlebten und seiner Verschriftlichung macht diese Zeugnisse einzigartig. Sie bringen uns die Realität von Auschwitz und die Menschen, die dort umkamen, ein kleines Stück näher. Unsere Reise beginnt in Drancy am 7. Oktober 1943 in geschlossenen Waggons. Darin drängen sich jeweils 95 bis 100 Personen. Es gibt ausreichend Verpflegung. In zwei Krankenwaggons mit Strohsäcken auf dem Boden sind Alte untergebracht. Schwangere Frauen, Mütter mit ihren Säuglingen sowie Patienten, die gerade Typhus oder eine Lungenentzündung überstanden haben. Und neun wahnsinnige Frauen, die die Deutschen aus einem Asyl für Geisteskranke geholt haben. Sie schreien ohne Unterbrechung. Eine elsässische Familie saß bei uns. Vater und Mutter waren mindestens 80, 85 Jahre alt. Während der gesamten Fahrt konnten sie ihre müden Beine nicht ausstrecken. So eng war es. Es ging uns sehr schlecht. Die ganze Fahrt war so grauenvoll, dass uns völlig egal war, wo sie uns hinbrachten. Hauptsache, es ging schnell. Ich war mit der Kontrolle eines der drei Krankenwaggons betraut. Sie unterschieden sich von den anderen Wagen nur durch ein paar Strohsäcke
Wasserbehälter, die wir an den Bahnhöfen auffüllen durften, und durch ihre Vorräte an Medikamenten. Die Mütter mit ihren Säuglingen haben keine saubere Wäsche und für die Zubereitung des Fläschchens bekommen sie nur kaltes, nicht abgekochtes Wasser. Während eines Halts frage ich nach einem herzstärkenden Mittel für einen alten Mann. Doch der deutsche Unteroffizier erwidert, der macht das sowieso nicht mehr lange. Er soll ruhig verrecken. Nach 60 Stunden Fahrt hält unser Transport, der Drancy am 2. September 1943 verlassen hat, an. SS-Männer öffnen laut rufend die Viehwaggons mit ihrer traurigen Fracht aus verdatterten Alten, verängstigten Frauen, weinenden Kindern und erschöpften Männern. Wir steigen aus den Waggons und die Deutschen stoßen uns den schmutzigen Bahnsteig entlang. Unsere Füße versinken 20 Zentimeter tief im Schlamm. Männer darüber, Frauen hierher, in Fünferreihen aufstellen, werft euer Gepäck auf einen Haufen auf dem Bahnsteig, ohne Ausnahme. Wir gehorchen. In 800 Metern Entfernung kann ich ein Lager erkennen. Baracken, umgeben von Stacheldraht. Etwa 50 Gestalten in seltsamen blau-weiß gestreiften Anzügen eilen auf uns zu. Sie stürzen sich auf unser Gepäck, heben es flink auf und nehmen es mit. Während sie die Waggons leerräumen, versuchen sie, übrig gebliebene Vorräte zu stibitzen und riskieren dabei Schläge von den SS-Leuten. Sie kreisen uns ein, die Maschinenpistolen im Anschlag. Die Wachen brüllen herum und die SS-Leute schlagen mit Knüppeln auf jene ein, die ihnen zu langsam sind oder die versuchen, ein paar Habseligkeiten zu behalten, einen Brotbeutel, eine Decke, eine Handtasche. Langsam nähern sich die Deportierten dem Ende des Bahnsteigs. Zwei SS-Männer stehen dort. Einer von ihnen ist der Stabsarzt. Mit dem Daumen und seiner Reitgerte lenkt der Offizier die Gefangenen nach links oder rechts. So entstehen nach und nach zwei Reihen. Ich wurde zuerst der einen Gruppe zugeteilt, dann aber auf Befehl eines SS-Unteroffiziers grob zur anderen gestoßen. Erst viel später erfuhr ich, dass ich nur knapp dem Tod entronnen war. Die Auswahl am Bahnsteig von Birkenau geschah ohne jede Untersuchung, ohne Verhör, in Eile, und völlig willkürlich nach Gutdünken des SS-Arztes. Frauen und Kinder, über 50-Jährige und Kranke müssen nach rechts gehen. Die Frauen schluchzen, weil sie von ihren Männern getrennt werden. Die Mütter sind froh, dass ihre Kinder bei ihnen bleiben dürfen. Nur arbeitsfähige Jugendliche über 16 Jahre werden ihnen weggenommen. Die Kranken und Körperbehinderten sind besorgt, weil sie nicht alleine gehen können. Sie werden beruhigt. Lastwagen würden kommen und sie abholen.
Die linke Seite besteht aus Männern zwischen 20 und 45 Jahren, von robuster Statur. Unter ihnen sind auch einige junge Frauen. Sie werden zu Fuß ins benachbarte Lager geführt. Unsere Schlange setzt sich in Bewegung. Wir warten langsam in Fünferreihen durch den Schlamm. Wir marschieren eine halbe Stunde lang vom Bahnsteig bis zum Eingang des Lagers. Es wirkt gewaltig, furchteinflößend, eisig. Meine Gruppe bestand aus etwa 200 jungen Männern, die in guter gesundheitlicher Verfassung waren. Wir mussten zu Fuß nach Auschwitz I gehen. Es lag 4 Kilometer vom Bahnsteig entfernt. Die Männer aus meinem Zug werden nach Monowitz transportiert. Sie stehen dicht gedrängt auf Anhängern und Ladeflächen von LKWs, die sehr schnell fahren. Nach 7 oder 8 Kilometern passieren sie die Wachtposten und die doppelte Reihe Stacheldraht, die das Lager umgibt. Die Gefangenentransporte kamen aus dem ganzen besetzten Europa, aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Griechenland, der Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn, Polen und Russland. Die meisten von ihnen kamen gar nicht erst ins Lager, sondern direkt in die Gaskammern. Zur Entlastung von Birkenau gab es Transporte nach Oranienburg, Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück und Bergen-Belsen. Einige ausgesuchte Opfer kamen nach Nazwiller. Damals dachten wir, Nazwiller sei ein Arbeitslager. Später erfuhren wir, dass die Unglücklichen, die von Birkenau dorthin geschickt wurden, als Versuchskaninchen dienen mussten und als medizinisches Anschauungsmaterial im Anatomischen Institut der Universität Straßburg endeten. Bei meiner Ankunft war ich von der Sauberkeit der Sammelunterkünfte in Auschwitz I überrascht. Das Stammlager bestand aus 28 ziegelgedeckten Blocks, die in 3 Reihen um befestigte Straßen und Schotterwege angeordnet waren. Sie formten ein etwa 800 mal 400 Meter großes Rechteck innerhalb einer Betonmauer. Diese wiederum war von innen und außen mit Stacheldrahtzäunen umgeben, die unter Starkstrom standen. Innerhalb dieser Umfriedung standen in regelmäßigen Abständen gewaltige Wachtürme, besetzt von SS-Männern mit Maschinengewehren. Jeder Block bestand aus einem Hochkeller, einem Erdgeschoss, einer ersten Etage und einem Dachstuhl. Im Erdgeschoss jedes Blocks gab es kleine Schlafräume für die privilegierten Lagerinsassen. Es gab Toiletten sowie große und gut ausgestattete Waschräume mit vielen Wasserhähnen. Im ersten Stock waren die großen Schlafsäle für bis zu 1000 Gefangene.
Die Betten waren typische deutsche Kasernenbetten, dreistöckig und aus Holz. Zu jedem Einzelbett gehörten ein Strohsack, zwei Decken und in einigen privilegierten Kommandos sogar ein bis zwei Bettlaken. Bei normaler Belegung hatte also jeder Gefangene ein Bett für sich, was für ein Konzentrationslager nicht selbstverständlich war. Wir mussten uns große Mühe geben, unsere Betten sauber und ordentlich zu halten. Ein schlecht gemachtes Bett, das dem SS-Blockführer oder dem verantwortlichen Häftling bei seiner täglichen Inspektion auffiel, zog schlimme körperliche Misshandlungen oder die Verlegung in ein schlechteres Kommando nach sich, oft mit tödlichem Ausgang. Neben den Wohnblocks gab es eine gewisse Anzahl an Gebäuden mit Sondereinrichtungen. So beherbergte Block 24 im Erdgeschoss einen Saal für Orchesterproben und im ersten Stock die Einzelzimmer der Zwangsprostituierten. In Block 25 gab es eine Kantine. Ironischerweise war auf demselben Flur die politische Abteilung untergebracht. Block 11 war das Lagergefängnis mit Platz für mehr als 1000 Häftlinge. Zwischen diesem und Block 10 befand sich ein kleiner, hermetisch abgeriegelter Hof, dessen sogenannte Schwarze Mauer lange als Hinrichtungsstätte diente. Block 10 wurde eine Zeit lang als Isolationsblock für Frauen genutzt. An ihnen wurden experimentelle Forschungen betrieben. Später beherbergte er gut 1000 Zigeuner. Nach ihrer Ermordung wurde er zum Quarantäneblock umfunktioniert. Zuletzt sollten jene großen Bauten erwähnt werden, die bis zum Dach mit unzähligen Habseligkeiten gefüllt waren. Sie waren den Millionen von Deportierten weggenommen worden, die seit 1941 nach Auschwitz kamen. In der Lagersprache hießen diese Halden Kanada. Das Lager Birkenau war 1942 von russischen Kriegsgefangenen gebaut worden, deren Zahl schnell von 12.500 auf 150 gefallen war. Es steht 2 Kilometer vom Zentrallager Auschwitz entfernt, das wiederum nahe der Stadt Auschwitz, auf Polnisch Oświęcim, liegt. Das Lager war ringsum von Wasserläufen umgeben und befand sich in einem Sumpfgebiet. Daher erkrankten viele Häftlinge an Malaria. Birkenau war das zentrale Lager. Es versorgte etwa 30 weitere in Schlesien und Polen mit Arbeitskräften. Sie arbeiteten in den Kohlebergwerken von Janina, Jaworzno und Jaworzowice sowie in Rüstungsbetrieben wie Gleiwitz, DAW, Siemens, Buna und so weiter. Die anderen Lager wiederum schickten die Arbeitsunfähigen zurück nach Birkenau, wo sie für immer verschwanden. Birkenau hieß Auschwitz II oder Arbeitslager Birkenau bei Neuberaun. Das Lager bestand aus verschiedenen Gebäudekomplexen. Dem Frauenlager, dem Quarantänelager, dem Lager der Tschechen, dem Männerlager, dem Zigeunerlager, der zentralen Krankenstation, Kanada, der zentralen Sauna zur Desinfektion, den Gaskammern und Verbrennungsöfen.
500 bis 600 Mann schliefen in den Baracken. Meist waren es ehemalige Pferdeställe, in denen lange Reihen von dreistöckigen Betten standen. Auf einigen von ihnen lagen mit Holzwolle gefüllte Säcke. Auf fast allen lagen Decken. Das Lager Monowitz oder Auschwitz III entsteht 1942. Es wird direkt neben die Buna-Werke der IG Farben gebaut, die später synthetischen Kautschuk, sogenannten Buna, produzieren. Noch ist es aber nicht so weit. Vier Nebenprodukte werden hergestellt, darunter Benzol und Diol. Die Deportierten werden von der Buna-Fabrik zu einem geringen Tagessatz angestellt, den die IG Farben an die SS bezahlt. Monowitz wird Arbeitslager genannt. Doch in Wahrheit werden die Häftlinge hier auf vielerlei Weise gequält und körperlich zugrunde gerichtet, bis sie am Ende in der Gaskammer landen. Ich hörte, wie ein SS-Offizier zu den Deportierten sagte: Ihr seid zum Tode Verurteilte auf Bewährung. Das Lager hat einen rechtwinkligen Grundriss und ist von zwei Reihen Stacheldrahtzaun umgeben. Die Wachtürme stehen außerhalb der Einzäunung. In der Mitte des Lagers befindet sich ein riesiger Appellhof. Er wird allabendlich von einem Flutlicht an der Spitze eines Mastes hell erleuchtet. Das SS-Lager mit den Verwaltungsgebäuden, Kasernen, Garagen und einer Krankenstation befindet sich außerhalb des Gefangenenlagers. Die Wohnblöcke im Lager, fast alles einfache Holzbaracken, sind von Rasen und einigen Blumenbeeten umgeben, die im Frühling und Sommer blühen. Dieser Kontrast zwischen der schönen Kulisse und den darin verübten Grausamkeiten gefällt der SS. Bei unserer Ankunft im Stammlager nahmen sie uns alle Habseligkeiten ab. Unsere Ausweise, Uhren, Brieftaschen, Stifte, Brillen, Ringe. All die kleinen Dinge, die ein Mensch bei sich tragen kann, wurden sortiert und auf verschiedene Haufen geworfen. Im Hof des Krankenhauses werden wir ausgeladen. Zwei oder drei SS-Männer und einige gut gekleidete Gefangene mit gepolsterter Häftlingskleidung eilen auf die Neuankömmlinge zu. Sie erklären auf Deutsch und Polnisch, dass ihnen alles abgenommen wird. Sie fragen nach Wertgegenständen wie Schmuck, Uhren, Stiften und Feuerzeugen und versprechen ihnen für die kommenden Tage Nahrung und ein weniger hartes Kommando. Bemerkenswerterweise werden sie in einigen seltenen Fällen sogar ihr Wort halten. Neben dieser Lagerprominenz schleichen auch Gierhälse vom Stubendienst, Lagerarbeiter und andere Häftlinge vorsichtig um die Neuankömmlinge herum. Sie bekommen Stockschläge von der SS und ihren prominenten Mitgefangenen. Sie begnügen sich mit Hemden, Pullovern, Zigaretten oder Nahrung. Einige Ärzte und Krankenpfleger sind ebenfalls auf der Jagd nach Wertsachen. Die einen preisen ihre Dienste an, während die anderen für Insassen der Krankenstation betteln, die nie etwas abbekommen. Vor uns steht eine langgestreckte, vollkommen leere Baracke.
Wir sollen hineingehen, uns ganz ausziehen, unsere Kleidung zu einem Bündel packen und alles in den Taschen lassen. Mundhöhlen und Gesäßfalten werden untersucht, angeblich auf Geschlechtskrankheiten oder Läuse. In Wahrheit gilt diese Suche verborgenen Wertgegenständen. Drei deutsche Offiziere befehlen uns, uns auszuziehen. Doch wir zögern, wegen der Kälte, aus Angst und aus Scham. Vier Frauen mit Gürteln in der Hand schubsen uns, lachen, schreien, reißen uns die Kleider vom Leib, wenn es ihnen nicht schnell genug geht. Sobald eine von uns meckert, setzt es Schläge mit dem Gürtel. Wir versuchen noch, unsere Kleider und Mäntel zu falten, doch die Frauen befördern sie mit Fußtritten auf einen Haufen. Die Deutschen betrachten uns. Die jungen 17-, 18-jährigen Mädchen schämen sich, nackt vor Männern stehen zu müssen und winden sich vor Unbehagen. Eine dicke Polin mit Kopftuch packt mich am Arm und sticht mir, von einem deutschen Offizier beobachtet, bevor ich weiß, wie mir geschieht, mit einer Art Füllfederhalter mit kleinen, schnellen Stichen in den Unterarm. Von nun an war ich Nummer 74-837. Dann stehen wir vor den Tischen der Schreiber. Sie notieren unsere persönlichen Daten. Die Juden werden nicht nach ihrer Staatsbürgerschaft gefragt, denn sie sind per Definition staatenlos. Unter besondere Kennzeichen wird die Anzahl ihrer Goldzähne, Kronen und Brücken notiert. Falsche Angaben, sagen sie uns, begründen den Tatbestand vorsätzlicher Fälschung und werden als solche geahndet. Natürlich machen wir sie trotzdem. Vor allem bei der Anschrift der Familie in Frankreich, dem Beruf und dem Geburtsdatum. Die Schlauen geben einen handwerklichen Beruf an. Händler, Rechtsanwälte und Lehrer leben gefährlich. Sie werden den härtesten Kommandos zugeteilt. Ich werde auf einen Schemel gestoßen. Und zack, zack, eine Minute später liegen meine Haare auf dem Boden, noch bevor ich realisiere, was los ist. Die Tür öffnet sich und eine weitere Frau aus unserer Gruppe wird in den Raum getrieben. Sie starrt mit einem dermaßen entsetzten Gesichtsausdruck auf meinen kahlen Kopf, dass ich mir das Lachen nicht verkneifen kann. Das gefällt der Pole nicht, die mir eine schallende Ohrfeige verpasst. Meine erste. Die anschließende heiße Dusche ist der einzige Lichtblick des Tages. Das Wasser läuft. Es ist lauwarm. Doch wir haben weder Seife noch Handtuch. Wir müssen von selbst trocknen. Bei 30 Grad unter Null. Jeder bekommt eine Unterhose, ein Hemd, eine Hose und eine Jacke. Schmutzige und abgetragene Kleidung, die uns alle in anonyme Obdachlose verwandelt. Wir haben 3 Minuten Zeit, um diese Lumpen anzuziehen. Dann müssen wir uns schnell in 5er Reihen aufstellen. Ich trage ein grobmaschiges Hemd, schmutzig und voller Löcher, dazu ein Kleid, das einmal schwarz gewesen sein muss. Doch nach 20 Vorbesitzerinnen ist es nur noch gelblich-grün. Die Schuhe sind unfassbar. Der eine ist ein Damenschuh von 1900, abgetreten und ohne Schnürsenkel, mit Schaft und altmodischem Absatz, Größe 36. Der andere ist ein flacher Herrenschuh, ebenso ausgelatscht wie der erste und Größe 45. Als wäre das nicht genug, sind es 2 rechte Schuhe.
Spät nachts schlafen wir vollkommen entkräftet ein, dicht aneinander gedrängt, auf dem nackten Zementboden. Am nächsten Morgen beginnt die Abrichtung. Die Knüppelschläge der Kapos und SS-Männer reißen uns aus einem tiefen Schlaf des Vergessens. Aufstehen! Es ist erst 4:30. Unter den scharfen Befehlen der SS sind alle schnell auf den Beinen. In der Dunkelheit und Kälte des Tagesanbruchs verlassen wir die Baracke und stellen uns in Reih und Glied auf. In der Ferne sind die Umrisse der anderen Baracken, Wachtürme und Stacheldraht zu sehen. Barfuß betreten wir das Lager D. Wir 300 Franzosen werden mit ebenso vielen Holländern, die bereits seit 2 Tagen hier sind, in einen Block gepfercht. Der Vormittag besteht aus einem Appell nach dem anderen. Dabei wird uns die Lagerhierarchie eingebläut, sowie die Respektsbezeugungen gegenüber Vorgesetzten und der SS. Wir lernen, uns in 5er Reihen vor dem Zelt aufzustellen und auf die Befehle Mützen ab und Mützen auf, in jeweils 4 Schritten unsere Kopfbedeckungen abzunehmen und wieder aufzusetzen. Die Übungen dauern oft Stunden. Dazwischen setzt es immer wieder Ohrfeigen und Schläge. Wir mussten in 5er Reihen antreten und bekamen auch zu 5 eine Schüssel mit etwa 1 Liter grauer Flüssigkeit. Wir tranken abwechselnd daraus. Löffel gab es nicht. In den ersten Tagen gibt es nicht genügend Schüsseln. Die Suppe wird auch in Blechnäpfen für 2 bis 3 Personen ausgegeben. Es gibt keine Löffel. Jeder reißt an der Schüssel, um direkt daraus zu schlürfen. Dabei landet viel Suppe auf der Kleidung und auf dem Boden. Später sollte ich mit 4 Kameradinnen die Suppenkessel zurück in die 50 Meter entfernte Küche bringen. Vor der Küche zankten sich einige Russinnen und Polinnen um eine Handvoll Kartoffelschalen im Schlamm. Einige wenige Franzosen, Überlebende eines früheren Transports, fragen angstvoll nach Neuigkeiten aus der Heimat und suchen unter uns nach Freunden und Verwandten. Sie berichten von den entsetzlichen Bedingungen in Birkenau und wir hören ungläubig zu. Wir fragen, was mit unseren Kameraden passiert ist, die gestern nach ihrer Ankunft auf LKWs verladen wurden. Die werdet ihr nie mehr wiedersehen. Sie wurden vergast und in den Öfen verbrannt, die dort hinten Tag und Nacht rauchen. Uns packt das Entsetzen. Am 4. Tag im Lager bekam ich meine Regel. Es war sehr unangenehm, nichts dafür zu haben. Doch die Sorge währte nur kurz, denn schon im folgenden Monat blieb sie aus. Nur die Block- und Stubenvorsteherinnen, die uns das Essen stahlen, hatten weiterhin ihre Periode.
diversen formalen Fragen und Gesundheitsuntersuchungen wird der Häftling meist am dritten Tag zur Arbeit eingeteilt. Der oberste Lagerarzt, ein alter polnischer Häftling, stellt uns einige Fragen, um die falschen Ärzte unter uns auszusortieren. Wir bestehen die Prüfung und ich werde der zentralen Krankenstation zugeteilt. Ärzte, Zahnärzte und Apotheker bilden eine eigene Einheit. Wir dürfen das Lager nicht verlassen und sind für kleinere Reinigungsarbeiten der Baracken und ihrer Umgebung eingeteilt. Für den Essenstransport aus der Zentralküche und vor allem, um Läuse und Krätze festzustellen. Die Fälle waren immer die gleichen. Durch Arbeitsunfälle entstandene Wunden, Verbrennungen, Abschürfungen, Ödeme, Hautkrankheiten, hartnäckige Infektionen und unzählige parasitäre Erkrankungen. Kurz nach unserer Ankunft im Lager hatten wir fast alle Durchfall. Schrecklichen Durchfall. Wir schafften es nicht einmal bis zu den 50 Meter entfernten Toiletten. 10 bis 20 Mal am Tag konnten wir den Durchfall nicht halten. Und er lief uns die Beine hinab. Wir wurden als Schweine beschimpft, aber es gab im Block keine Möglichkeit, sich sauber zu halten. Viele Frauen starben innerhalb weniger Tage an Ruhe. Wir waren auch für die Untersuchung der Patienten zuständig, die ins Krankenhaus wollten. Bei der Gelegenheit konnten wir ein paar Worte mit unseren Lagerkameraden wechseln. Und obwohl es streng verboten war, sie teilweise davon abhalten, ins Krankenhaus zu gehen, wenn eine Selektion bevorstand, oder umgekehrt ihnen dazu zu raten, wenn die Gefahr vorbei war. Ich arbeite in der Krankenstation für die Häftlinge, keine 200 Meter von den Verbrennungsöfen und den Gaskammern entfernt. Tag für Tag sehen wir, wie unzählige Menschen in dem finsteren Backsteingebäude verschwinden. Keiner von ihnen kommt wieder heraus. Aus den hohen Schornsteinen quillt ununterbrochen dichter, beißender Rauch. Eigentlich sollte jeder Häftling seinen beruflichen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Doch der Arbeitsdienst befolgte diese Regel nur selten. Er war es, der für die Zuordnung der Gefangenen und die Verteilung der Arbeit zuständig war. Und die SS-Behörden akzeptierten meist seine Entscheidungen. Mein Fachgebiet führte mich in den letzten Wochen meiner Gefangenschaft in das Labor von Reisko. Ich hätte nie gedacht, dass es in Auschwitz I solche hochspezialisierten Labors gab. Das Laboratorium Reisko, auch Hygieneinstitut genannt, befand sich etwa 4 Kilometer vom Stammlager entfernt in einem Dorf, das evakuiert worden war. Es war ein wichtiges Institut mit Abteilungen für Bakteriologie, Chemie, Serologie, Vorbereitung von Kulturen und Sterilisierung, Histologie und Parasitologie, experimentelle Biologie, Zucht von Versuchstieren, einer Bibliothek und einer Abteilung für Meteorologie. Während meines Aufenthalts musste ich keine Präparate untersuchen, die aus Experimenten mit Menschen stammten. Die Präparate aus Raum Nummer 13 im Block 28 gingen an ein Labor außerhalb des Lagers. In Reisko selbst betrieben die SS-Offiziere biologische Forschung an Tieren. Sie untersuchten die Pharmakologie von Sulfamiden oder die toxischen und harntreibenden Eigenschaften eines Extrakts,
der aus der gemeinen Küchenschabe gewonnen wurde. Sie forschten auch an der Gewinnung von Latex aus Löwenzahn. Die besten Aufgaben waren die des Schreibers oder Krankenpflegers einer Arbeitsgruppe oder aber diverse Arbeiten in besseren Kommandos. Beispielsweise die Anstellung als Facharbeiter in Fabriken wie den deutschen Ausrüstungswerken oder der Union, einer Waffenfabrik. Die im Bau befindlichen Buna-Werke sind ein regelrechter Turm zu Babel. Neben Deportierten arbeiten hier englische Kriegsgefangene, Männer aus den französischen Chantiers de Jeunesse, zivile Arbeitskräfte aus Frankreich und Polen, sogenannte Ostarbeiter aus der Ukraine, aber auch Deutsche und besonders viele Frauen aus Polen und aus der Ukraine. Deportierte und Arbeiter unterstanden gleichermaßen den deutschen und polnischen Meistern. Einige Deportierte arbeiteten in den Büros als Techniker, Chemiker, Ingenieure, Elektriker und Sekretäre. Die meisten wurden jedoch draußen eingesetzt, bei Wind, Kälte, Regen und Schnee. Ihre Arbeit ist äußerst mühselig. Sie verrichten Erd- und Maurerarbeiten, entladen Waggons und transportieren gewaltige Rohre aus Gusseisen und Ton, Zementsäcke, Sand, Kohle, Eisenträger und Schrott. Ihr Tagwerk ist umso beschwerlicher, als die meisten Männer ungeübt und bereits durch Unterernährung geschwächt sind. Im Winter ist es das reinste Martyrium. Je nach Kommando waren Art und Beschwerlichkeit der Arbeit ganz verschieden. Auch innerhalb ein und desselben Kommandos gab es Unterschiede, je nach Posten. In guten Kommandos gab es leichtere, spezialisierte Arbeiten. Dort waren die Überlebenschancen größer. In den sogenannten Scheißkommandos gingen die ungeübten und unterernährten Häftlinge bei harter und unablässiger Arbeit schnell zugrunde. Morgens um 3.30 Uhr wurden wir von den Stubovars geweckt. Mit Pfeifen und Schlägen. Keine Zeit zum Waschen. Wir hatten ohnehin weder Seife noch Handtuch. Um 4.30 Uhr bekamen diejenigen, die noch darum kämpfen konnten, mit etwas Glück ein paar Schluck lauwarmes Dreckswasser ab, das als Kaffee galt. Dann hieß es, rasch nach draußen, unter reichlich Schlägen mit Gürteln und Stöcken, und sich in Reih und Glied beim gewählten Kommando aufstellen, dem 22er oder den Steinen. Bis 5.30 Uhr mussten wir aufrecht stehen und warten. Egal, ob bei Regen, Schnee oder Wind. Wir standen möglichst nah beieinander, um Wind- und Schneeböen keinen Platz zu lassen. Sonst wären wir wohl tot umgefallen. Die Hinteren schoben ihre Hände unter die Achseln der Kameradinnen vor ihnen, um ihre Hände vor der bitteren Kälte zu schützen. Nach einer Viertelstunde spürten wir unsere Füße nicht mehr. Sie fingen langsam an zu erfrieren. Um 5.30 Uhr holte uns der Kapo des Kommandos ab und führte uns im Stechschritt zum Lagertor. Links, 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 zwei, drei und links, links, links. Immer im Takt. Um Punkt 6 Uhr mussten wir das Tor im Gleichschritt passieren.
Nach einem einstündigen, beschwerlichen Marsch durch Gräben und über Böschungen waren wir bereits erschöpft. Wir hätten uns am liebsten hingesetzt und wären nie wieder aufgestanden. Aber nein, wir waren ja erst an unserem Arbeitsplatz angelangt. Er lag mitten im Sumpf. Bis zum Abendappell um 19 Uhr gab es keine Ruhepause mehr. Die jeweilige Härte des Aufsichtspersonals, das aus SS-Männern und Häftlingen bestand, machte den Unterschied. Die Kapos trugen fast ausschließlich das grüne Dreieck der Kriminellen. Sie erfüllten ihre Aufgaben mit Hingabe und quälten die Gefangenen gnadenlos. Die SS-Männer übertragen ihre Macht auf einige Häftlinge. In Anerkennung ihrer Dienste genießen diese beachtliche Vorteile, wie leichtere Arbeit, Nahrung, Kleidung und eine bessere Schlafstätte. Das Bordell ist in Monowitz der arischen Lagerprominenz vorbehalten. Diese hohen Herren, Kriminelle und polnische Meister, buhlen um die Gunst der Damen, denen es an nichts fehlt. An drei Abenden der Woche wechseln sich die Freier im 20-Minuten-Rhythmus ab, nach einem zuvor festgelegten Stundenplan. Natürlich konnte nur die gut genährte Prominenz, der schwere Arbeiten erspart blieben, Fußball, Basketball oder Wasserball spielen. Hierfür gab es eigens ein von den Gefangenen gebautes Schwimmbecken. Das Kommando 22, genannt Sumpf, wurde von einem weiblichen Kapo namens Liesel befehligt, einer deutschen Prostituierten. Sie teilte uns in zwei Gruppen auf. Die eine sollte Holzkisten mit Schlamm und Erde füllen. Die zweite Gruppe musste die schweren Kisten jeweils zu zweit etwa 200 Meter weit tragen und dort einen Erdwall errichten. Kapo Liesel prüfte, ob die Kisten auch gut gefüllt waren, damit das Schleppen eine rechte Qual würde. War die Last nicht schwer genug, bekamen sowohl die Frauen die Gruben als auch die Trägerinnen Stockschläge ins Gesicht und auf den Kopf. ...200 Meter entfernt wartete eine weitere deutsche Aufseherin, ebenfalls eine Prostituierte, mit erhobenem Stock auf die gefüllten Kisten. Die beiden Frauen fanden immer irgendeinen Grund, uns beim Vorbeigehen Schläge auf den Kopf zu verpassen. Das machte ihnen richtig Spaß. Mit der Zeit fanden sie Gefallen an den Misshandlungen und konnten nicht mehr damit aufhören. Mittags hatten wir eine halbe Stunde Zeit, um unsere Suppe zu essen. Doch wir konnten uns nicht hinsetzen, weil alles voller Schlamm war. Wir teilten uns zu zweit einen Napf mit einem Liter Suppe darin. Sie war zum Glück wärmer und dicker als die in der Quarantäne. Das war der einzige heiß ersehnte Augenblick des Tages. Wir arbeiteten bis 16.30 Uhr. Dann mussten wir in Reihen antreten, wurden gezählt und marschierten zurück ins Lager. Wieder 6 Kilometer Fußmarsch. Aber wir konnten nicht mehr. Nach der Ankunft im Lager war der Arbeitstag noch nicht vorbei. Wir mussten noch eine, manchmal zwei Stunden
bis zum Abendabhill stramm stehen. Zerlumpt, voller Schlamm, mit blutigen und erfrorenen Füßen. Gesicht und Rücken von Schlägen zermartert. Gegen 19.30 Uhr durften wir in unsere Blocks. Wir waren seit 3.30 Uhr morgens auf den Beinen. 16 Stunden, ohne uns setzen zu können und ohne jegliche Verschnaufpause. Kaum im Block angekommen, ertönte aus allen Kojen ein Schluchzen, Wehklagen und Stöhnen. Schon beim Ausziehen der Schuhe, die wegen des harten Lehms an unseren Füßen klebten, mussten wir uns die Schmerzensschreie verkneifen, denn dabei rissen unsere Wunden wieder auf. Wir halfen uns gegenseitig dabei, um die Schmerzen so gering wie möglich zu halten. Solange die Füße kalt waren, taten sie zwar weh, aber der Schmerz war noch erträglich. Sobald sie sich jedoch ein bisschen aufwärmten, war es zum Verrücktwerden. Schlechtes Schuhwerk mit groben, leicht ausgehöhlten Holzsohlen verursachte bei fast allen Häftlingen Wunden und Geschwüre an Füßen und Beinen. Der schlechte Allgemeinzustand der Häftlinge trug seinen Teil dazu bei, sodass zahlreiche von ihnen an nekrotischen Phlegmonen und Ödemen an Füßen und Beinen starben. Ebenso an neu ausgebrochener oder wiedergekehrter Tuberkulose. Lungen- und Rippenfellentzündungen häuften sich. Im Frühjahr 1944 gab es sogar einen Sonderdienst für Rippenfellentzündungen. Auf 1200 Kranke kamen fast 100 Fälle von Pleuritis. Im Winter 1943-44 forderte eine schwere Fleckfieberepidemie zahlreiche Todesopfer. Auszehrende körperliche Arbeit, häufige Arbeitsunfälle, die Brutalität der Aufseher, unzureichende Ernährung, desolater Zustand von Kleidung und Schuhwerk, Läuse, all dies führte zu erschreckenden Morbiditäts- und Mortalitätszahlen. Das war natürlich alles geplant und gewollt. Es war weder unsachgemäße Organisation noch Fahrlässigkeit. Nein, das ganze System, das wir zu begreifen versuchten, zielte darauf ab, all jene langsam zu töten, die nicht gleich nach ihrer Ankunft getötet worden waren. Natürlich hätten die SS-Behörden die Häftlinge nach ihrer Staatsbürgerschaft einteilen können. Das wird jedoch bewusst vermieden. Oft werden die Häftlinge mit Straftätern zusammengelegt. Hier spielt der Blockälteste die entscheidende Rolle. Er kann Streitereien unter den ihm anvertrauten Gefangenen schlichten und so ihren Alltag ein wenig erträglicher machen. Dazu kommt die Angst vor den ständigen Schlägen und Ohrfeigen. Fast jeden Tag kommen Patienten mit gebrochenen Rippen in die Krankenstation. Da ein einzelner Rippenbruch nicht zur Freistellung führt, beschleunigen die durch die Fraktur verursachten Schmerzen das Dahinsiechen des Patienten. Ganz zu schweigen von all den Prellungen und den schweren, durch Schläge und körperliche Misshandlungen entstandenen Traumata, denen die Gefangenen täglich ausgesetzt sind. Es herrscht auch Angst vor Diebstahl. Brot wird geklaut, Kleidung, Löffel und Messer. Diese Objekte sind schwer zu ersetzen. Sie kosten wiederum bis zu 4 Stück Brot. Besonders schlimm ist für die meisten Deportierten, dass sie nichts von ihren Frauen und Kindern hören und nicht wissen, was aus ihnen wurde. Denn manchmal sind sie zur gleichen Zeit deportiert worden. Sie durften keine Briefe schreiben und erhielten auch keine Post. Die Gefangenen sprechen ständig von der Gaskammer, von den erlittenen Grausamkeiten
oder einer drohenden Verlegung. Sie sehen Kameraden, die aus Auschwitz kommen und von der SS für Experimente benutzt worden sind. Manche sind kastriert worden, andere leiden an Bestrahlungsdermatitis. Während einiger Appelle finden Hinrichtungen statt. All diese Faktoren führen zu einer Mischung aus Depression und Angstzuständen. Angst vor Kälte, vor dem Hunger, um die Familie, vor dem morgigen Tag. Ratten, groß und fett wie Katzen, fraßen uns nachts das Brot weg. Wir schliefen zu viert in der Koje. Therese, Fernand, Bert und ich. Wir hatten drei Decken. Eine davon legten wir auf den Strohsack. So blieben nur noch zwei zum Zudecken. Das half kaum gegen die große Kälte. Daher legten wir unsere zerrissenen Mäntel über unsere Füße und schmiegten uns eng aneinander. Stundenlang fröstelten wir mit zusammengebissenen Zähnen und es wollte und wollte uns nicht warm werden. Erst Stunden später schliefen wir ein. Doch dann hieß es schon wieder aufstehen und mit dem Weckruf brachen erneut Angst, Verzweiflung und ein Gefühl vollkommener Hilflosigkeit über uns herein. Bei all den Strapazen, der Unterernährung und dem unzureichenden Schutz gegen die Kälte nimmt der Gefangene 15 bis 30 Kilo ab und verliert bis zu 40% seines Körpergewichts. Das Gewicht eines durchschnittlichen Mannes sinkt auf 40 Kilo, manchmal sogar bis auf 30 oder 28 Kilo. In Birkenau überlebte ein Gefangener, der in einem Kommando arbeitete, 2, maximal 3 Monate. Dann war er bis auf das Skelett abgemagert. Der Verlust des Körperfetts und von Teilen des Muskelgewebes verliehen ihm das Aussehen eines Moslems, wie sie im Lager sagten. Denn wenn er seine dünne Decke über den nach vorn gebeugten Kopf zog, sah er aus wie ein Moslem beim Gebet. Ich werde nie vergessen, mit wie viel Verachtung die SS und einige der besser genährten Häftlinge diese Unglücklichen als Moslems beschimpfen. Wie die Ausgehungerten völlig verängstigt in die Sprechstunde kommen, sich entkleiden, sich umdrehen, ihr Gesäß vorzeigen und den Arzt fragen: Ich bin doch noch kein Muslim, Herr Doktor. Meist sind sie sich jedoch ihres Zustands bewusst und stellen resigniert fest: Jetzt bin ich ein Muslim. Der Häftling geht langsam. Er hat einen starren und ausdruckslosen, manchmal auch unruhigen Blick. Seine geistige Aufnahmefähigkeit ist ebenfalls stark beeinträchtigt.
Er wäscht sich nicht mehr, näht seine Knöpfe nicht mehr an. Er ist abgestumpft und erduldet alles passiv. Er versucht nicht mehr zu kämpfen. Er hilft niemandem, sammelt die Nahrung vom Boden auf und schöpft die Suppe mit seinem Löffel aus dem Schlamm. Er lässt sich Brücken und Goldkronen für ein Stück Brot ausreißen und wird auch dabei noch betrogen. Der Verfall dauert etwa 6 Monate. Und nichts ist so wahr wie dieser Ausspruch eines SS-Offiziers. Jeder Gefangene, der länger als 6 Monate überlebt, ist ein Betrüger. Denn dann lebt er auf Kosten seiner Kameraden. Ein Häftling mit guter Gemütsverfassung kann 6 Monate durchhalten. Doch mangelt es ihm daran, verringert sich diese Zeitspanne auf 6 bis 8 Wochen. Wenn er zu viel über Hunger, Kälte, die harte Arbeit nachdenkt, über seine Familie oder die Gaskammer, dann bricht er schon nach wenigen Tagen zusammen. Alle 2 Wochen mussten die Fehlposten neu besetzt werden, denn 3/4 der Frauen starben. Am zähesten waren die Polinnen, die an das Klima und an harte Feldarbeit gewöhnt waren. Französinnen, Holländerinnen und Griechinnen starben wie die Fliegen an Schwäche, Durchfall und Typhus. Wer zu mager war oder wessen Füße erfroren waren, wurde bei der nächsten Selektion ausgemustert und kam in die Gaskammer. Es ist erstaunlich, dass trotz des Terrors und der ständigen Bedrohung durch Selektionen kaum Selbstmorde in Birkenau verübt wurden. Hin und wieder verließ ein Kranker nachts seine Baracke und berührte den elektrischen Drahtzaun, falls er nicht bereits einer Maschinengewehrsalve aus dem Wachturm zum Opfer gefallen war. Andere Kranke schluckten hochdosierte Betäubungsmittel. Entgegen dem Verbot der Deutschen gelang es uns, einige von ihnen zu retten. Diejenigen, die fast tot waren, gingen ins Krankenhaus, um dort zu sterben. Wir trauten uns nicht dorthin, denn dort grassierten nicht nur Krätze und Typhus, die beide nicht behandelt wurden, sondern wir konnten dort auch einer Selektion zum Opfer fallen und vergast werden. Davor hatten wir große Angst. Was tun? Welche Lösung wählen? Bei der Arbeit im Sumpf an Erschöpfung verrecken oder doch im Krankenhaus? An Gas oder Typhus? Wir mussten uns schnell entscheiden. Vielleicht doch Selbstmord. Ich dachte ganze Nächte lang darüber nach. Vielleicht gab es im Krankenhaus trotz allem eine Chance. Die Krankenstation zählte rund 10 kleine Blöcke mit je 100 Patienten und 3 große mit je 400 Patienten. Also hatten wir im Schnitt rund 2000 Patienten bei einer Belegschaft von 50 Ärzten und 120 Pflegern.
Mit improvisierten Mitteln gingen wir gegen Krankheiten und Infektionen vor. Die Deutschen stellten eine gewisse Menge an Medikamenten und Verbandszeug. Der Rest musste organisiert werden. Alles, was für die Deutschen von Wert war, wurde sorgfältig geordnet und gelagert. Doch viele der Medikamente, die uns am meisten halfen, gelangten ohne das Wissen der Deutschen in die Krankenstation. Chirurgische Eingriffe erfolgten inmitten des Blocks, vor den Augen aller Anwesenden. Die Patientin wurde auf eine Ziegelbank gelegt, von einigen Helferinnen gehalten und zack, ein Stich mit dem Skalpell unter den Arm, in den Rücken oder die Leistengegend, je nachdem, wo es wehtat. Die Ärmste brüllte vor Schmerzen, Eiter quoll in rauen Mengen aus der Wunde. Ich versuche, mein Schreien zu unterdrücken, und es geht nicht. Und das Geschrei ist fürchterlich. Tag für Tag warfen wir die Toten vor die Tore des Krankenhauses. Nackt, wie sie waren. Darüber wurde eine Decke gebreitet. Füße, Arme und Köpfe ragten darunter hervor. Fast jeden Samstag kamen Patienten aus den Außenlagern, vor allem den Kohlegruben, darunter auch Schwerverletzte, die von den Deutschen bereits für unheilbar erklärt worden waren. Viele von ihnen waren Jugendliche, zwischen 13 und 18 Jahren. Niemals werde ich die kleine 20-jährige Französin vergessen, deren Namen ich nie erfahren habe, da sie schon zu schwach zum Sprechen war. Ihr waren bei der Arbeit alle Zehen erfroren. Sie fielen ihr ganz von alleine ab, blau und schwarz, voller Eiter und verfault. Ich sah auch eine 20-jährige Holländerin, mit einer erfrorenen Brust. Schwarz und verfault löste sie sich vom Brustkorb. Die Arme starb unter grausamen Schmerzen. Plötzlich schreitet ein SS-Arzt durch die Blocks. Die Kranken und Verwundeten sollen nackt vortreten. Mit dem Zeigefinger winkt er fast alle auf eine Seite der Baracke. Der SS-Krankenpfleger, ein Unteroffizier, schreibt ihre Nummern auf. Wir wissen, dass dies ihr Todesurteil ist, erzählen den Unglücklichen aber, dass sie in ein anderes Lager verlegt werden. In Windeseile ist ein Wort in aller Munde. Selektion. Das ist eine Selektion. Die Blockvorsteherin des Krankenhauses bittet mit Tränen in den Augen und gepresster Stimme um Ruhe. Alle Kranken, die noch gehen können, sollen sich nackt in Reih und Glied aufstellen. Alle anderen bleiben liegen. Wir sehen einander in Panik an. Wir können nichts tun, die Türen werden bewacht. Wir sollen aufstehen und uns eine hinter der anderen aufstellen. Nackt. Schreckliche Szenen spielen sich ab. Kranke und Todkranke, ja sogar Sterbende, wollen noch einmal ihr Glück versuchen und vor die Ärzte treten. Lebende Skelette versuchen aus ihren Betten zu steigen, stöhnend und voll eitriger Wunden. Die Frauen klammern sich an den Bettrand, versuchen aufzustehen, fallen schreiend zurück und brechen sich am Holz die Fingernägel ab. Die, die es schaffen, kriechen auf ihren Knien oder auf dem Bauch, um sich anzustellen. Die Pflegerinnen packen sie und werfen sie in ihre Betten zurück. Wir, die noch gehen können,
stellen uns schweigend und mit klopfendem Herzen an. Den Arm angewinkelt, um meine eintätowierte Nummer zu zeigen, sehe ich dem deutschen Arzt mit erhobenem Kopf in die Augen. Er betrachtet mich von oben bis unten, heißt mich umdrehen, wirft einen Blick auf meine Krankenakte und sagt Nummer. Eine Deutsche schreibt sie von meinem Arm ab und ich muss nach rechts ins Vorzimmer des Krankenhauses gehen. Dort stehen etwa ein Dutzend Frauen. Auf den ersten Blick sehen sie relativ robust aus. Ein Funke Hoffnung keimt in mir auf. Es folgen Polinnen, Griechinnen, eine Italienerin, ein paar Wienerinnen und Ungarinnen. 45 von insgesamt 300 Patientinnen aus dem Revier 18. Ein Deutscher lässt uns in 5er Reihen antreten, zählt uns und sagt, zurück in eure Betten, ihr seid arbeitstauglich. Wir denken an die anderen, die in ihren Betten bleiben mussten und trauen uns kaum zu ihnen zurück, wagen es nicht, ihnen in die Augen zu sehen. Wir sind verzweifelt. Der Großteil von ihnen macht sich keine Illusionen darüber, was ihnen bevorsteht. Die Jüngeren weinen und wollen nicht einsehen, warum sie wegen eines Geschwürs am Bein oder einer Krätzeinfektion sterben sollen. Angsterfüllt fragen sie mich, ob das Ersticken durch Gas schmerzhaft sei. In dieser Nacht tut keine von uns ein Auge zu. Eine unserer Bettnachbarinnen dreht mitten in der Nacht durch. Sie steht auf und schreit, schlägt wild um sich, ringt nach Luft und röchelt. Sie glaubt sich schon in der Gaskammer. Glücklich all diejenigen, die vor Erschöpfung nichts mehr begreifen und völlig gleichgültig sind. Einige sterben noch am selben Tag in ihrem Krankenbett. Danach pferchen wir ihre Leichen zusammen mit den Lebenden in ein und denselben Raum. Während der Suppenausgabe um 11.30 Uhr geht plötzlich die Tür auf. Und Deutsche mit Gewehren im Anschlag stehen darin. Der ganze Saal erstarrt vor Schreck. Dann stellen wir langsam die Suppenschüsseln ab. Wir warten, voller Furcht. Der ganze Block starrt auf die Männer und hört ihnen zu, mit angstvoll aufgerissenen Augen. Cécile, Susie, Denise, Rosine, Gilbert, Simon und die anderen werden an diesem Tag im Gas ermordet, zusammen mit etwa 1000 weiteren Frauen. An jenem Abend bekam unser Block eine Extra-Ration Brot, die Ration der Vergasten. Wir aßen sie auf, denn wir hatten Hunger. Susanne Birnbaum wird am 1. November 1944 nach Bergen-Belsen verlegt. Nach weiteren Verlegungen wird sie am 7. Mai 1945 aus dem Lager Theresienstadt befreit. Am 6. Juni gelangt sie nach Paris und beendet am 15. Oktober die Redaktion ihres Manuskripts »Eine französische Jüdin ist zurückgekehrt«. Mark Klein bleibt bis zur Räumung des Lagers am 18. Januar 1945 in Auschwitz. Er überlebt den Todesmarsch und schafft es nach Großrosen. Von dort wird er nach Buchenwald verlegt und von den Alliierten am 11. April 1945 befreit.
Robert Levy wird ebenfalls am 18. Januar 1945 nach Mauthausen verlegt und dort am 5. Mai 1945 von amerikanischen Truppen befreit. Robert Weitz, der am 18. Januar 1945 nach Buchenwald verlegt wurde, wird am 11. April befreit. Er sagt mehrfach als Zeuge aus, insbesondere bei den Nürnberger Prozessen und beim Eichmann-Prozess in Israel. Die Berichte von Mark Klein, Robert Levy und Robert Weitz wurden 1946 unter dem Titel Témoignages strasbourgeois, Straßburger Zeugnisse, veröffentlicht.